Ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Ich habe kurz reingeguckt, aber nur wirklich nur den, also keine Ahnung, die ersten paar Sekunden, so weit habe ich gar nicht geguckt. Wie man sieht, geht's auch direkt los. Okay. Die größten Brüste übrigens auf der Venus. Will ich dir mal ein Gangbang mit 50 Männern? 50? Ich gehe auch gern mal ins Pufferino. Voll den krassen Hüftsprung. Willst du dich einmal sehen? Was geht ab, Leute? Jetzt willkommen zur Venus. Meine Haare. Es ist echt furchtbar, wie meine Haare aussehen, Bruder. Ich habe lange nicht mehr geschnitten, aber ich will sie wieder wachsen lassen. Heute, Bruder Venus, ich habe mich lange nicht mehr so unwohl gefühlt. Die Gerüche, die in meine Nase gehen, Bruder. Alles ist am Start, Bruder. Auch dieser Schweiß, der hier in der Luft liegt. Digga, so wie der das erklärt, riecht's da absolut eklig. Und man kriegt schon so richtig das Gefühl dafür. Schlimm, auch so übelst laut. Aber wir wollen herausfinden, Freunde, wann das erste Mal und wie die sexuellen Erfahrungen von Frauen sind, Digga, die hier einfach ihren Körper anbieten und ein bisschen Sex vor der Cam machen, ein bisschen die Jungs interviewen. Wann das erste Mal war? Ich bin erstes Mal hier. Ach so, ja, safe. Junge, ich frage mich, wer auf diese Messe geht, jetzt ohne Spaß. Erotikmesse, Digga. Okay, mit Figuren aus Gold. Entschuldigung, die Dame, darf ich Sie was fragen? Wie heißen Sie? Nadine. Wie? Nadine. Okay, sorry. Nadine? Genau. Nadine, wann war denn Ihr erstes Mal? Kamsler, Digga. Mit 14. Mit welchem Geschlecht? Mit dem Weiblichen. Mit dem Weiblichen. Darstellerin oder sowas? Nein, privat. Privat. Genau. Wie viele, Hobby. Wie viele hatte man denn schon privat? 50. 50? Ja. Digga, ich kann es nicht. Führt man überhaupt noch Gespräche oder geht es dann direkt los oder was? Das sind ja alle 50 Tage oder so. Oder hat man auch mal mehr als einen Tag gehabt oder was? Ja, also. Auch noch? Ja, oder mal. Auch mehrere miteinander auch schon? Ja. Wie funktioniert das? Na, man hat doch zwei Löcher. Einer vorne, einer hinten. Hast du zwei Löcher? Wirklich? Ja. Halb Mensch, halb Motor, Digga. Was ist da passiert, Alter? Lass ihn mal. Halb Mensch, halb Motor. Ich habe mir die Achillessehne gerissen beim Fußball. Ich habe einen Kopfball gemacht, war so auf 9 Metern. Und dann beim Runterkommen hat es, wirklich, es gibt so Geräusche, die vergisst man im Leben nicht. Und dann hatte ich Aua und jetzt muss ich operiert werden. Hoffentlich überlebe ich. Ernsthaft? Wann war der erste Mal? War mein erstes Mal relativ spät. Ich war ein richtiger Spätzünder. Ich glaube mit 18. Bei mir auch. Ja, ganz volle Lotte. Echt? Ja. Nach Wer wird Millionär hatte ich die perfekte Woche. Wann war denn Ihr erstes Mal? Mit 16. Echt? Ja. Mit einem Mann? Ist 3 Jahre erst her. Ja. Wann ist das alles gewachsen? In den 3 Jahren? Auch erst vor 3 Jahren. Dürfte ich Sie fragen, was das für eine Größe ist? Das ist echt imposant. Die Größe? 75 O. Und Sie sind der glückliche O? Dürfen Sie auch mal... Hauen auch. Sie mich gleich? Bist du ein Bunny? Ja, heute bin ich ein Bunny, ja. Wann war dein erstes Mal? Das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich 14 oder 15, glaube ich. 14? Warst du überhaupt schon entwickelt? Offensichtlich ja, aber ich glaube, ich hätte auch noch ein bisschen warten können. Aber der war auch erst 14 und wir hatten keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von uns gekommen ist. Also ich auf jeden Fall nicht, aber... Wie viele Männer hattest du inzwischen? Keine Ahnung. Ich habe schon mal 50 gehört. Hast du noch mehr? Ich habe einmal was gedreht, da waren halt schon 8 oder 9 Leute dabei. Ist das besser als nur mit einem? Nee, würde ich nicht sagen. Aber ich wollte es halt mal ausprobieren. Ich habe halt manchmal Lust, um zu lernen, wenn ich halt geil bin. Ja, bei dir nicht oder was? Hast du nie Lust? Hättest du nicht mal Lust auf 10 Frauen? Ich glaube, die Frauen, die ich toll finde, die gibt es nicht 10-fach in einem Paket. Wann war denn das erste Mal? Mit 13. 13 ist auf jeden Fall das jüngste Alter jetzt. Wie ist es abgelaufen? In meinem Hochbett mit meinem ersten Freund, mit dem ich auch 3 Jahre zusammen war. Wie viele Männer waren es insgesamt in deinem Leben? Oh wow, nicht so viele, vielleicht 10. 10 nur? 10, 15. Drehst du immer nur mit einem Mann? Nee, aber ich bin trotzdem wählerisch. Hey, Digga, sind das alles Darsteller oder was? Ich weiß nicht mal, was die Venus ist, egal, ohne Spaß. Wie lang muss der Dödel sein? Die Größe ist egal. Kommt auf den Charakter an. Ist wichtiger, was dran ist am Dödel. Vernünftige Antwort, hä? Kann man nichts gegen sagen. Ich fühle mich gar nicht frei. Ich schwitze, mein ganzer Körper, mein Rücken. Er schwitzt so krass. Wann war dein erstes Mal? Mit 16. Mit 16? Mit einem Jungen oder direkt mit mehreren? Mit einem. Wie viele Filme hast du schon gedreht? Weiß nicht. Ich glaube so 600. 600? Und wie viele verschiedene Männer waren da? Sehr, sehr viele. Ja.
Insgesamt, wie viel denkst du waren? Kannst dir nicht sagen, ich drehe sehr viele Gänge. Das heißt so um die 2000 bestimmt. 2000? Es ist ja immer wieder ein Risiko so vom Ding her, oder? Ja gut, das ist ein Scherz, oder? Also ich meine, wenn sie Spaß dran hat, okay, mach halt, aber Digga, 2000? Da frage ich mich so, Digga, wer will da noch dran? Da war ja dann schon jeder dran. Das meiste wird halt safe gedreht, aber es wird auch jedes Mal getestet. Alles. Wie kommt man auf 2000? Also wie viele Tage hat das gedauert? Na gut, überleg dir mal, ein Gang mit 50 Männern. Mit 50? Und dann nicht irgendwann bunt? Doch schon. Und dann geht's weiter? Nee, dann geht's Pause und am nächsten Tag geht's weiter. Wenn ich Drehpartner suche, mache ich das immer öffentlich und dann kann man sich bewerben. Muss man eine gewisse Größe haben? Kommt auf den Film an. Bei manchen Filmen ich hab ja. Ganz klein. Ja. Ich habe nur gerade überlegt, wo ich dich kenne. Von TikTok. Nee, von Holle. Ja, von Holle. Holle, der Ehrenmann. Bist du selber auch Darstellerin oder was? Nein, nein, nein. Ich supporte nur Hannah Secret. Bist du die Schwester? Nee, sie ist meine Schwägerin. Keine Ahnung, was ist. Wann hast du das erste Mal gehabt? Ich muss gerade auch überlegen, Bruder, was ist Schwägerin? Das ist doch quasi ihr Bruder ist der Freund von ihr, oder? Oder sie ist die Schwester von ihrem Freund? Ich hab keine Ahnung. Ja, mit 15. Mit 5, Bruder? Ich dachte gerade, was passiert? Wie war das erste Mal? Erzähl mal ein bisschen. War okay, es war jetzt nicht schlimm. Es war halt in einer festen Beziehung, es war ganz schön. Es war jetzt nicht irgendwie random oder so. Die meisten sagen, es war immer sehr cringe. Ja, ein bisschen cringe. Es war Vertrauen. Es war Alter. Mama mia! Ich muss mich gerade kurz ausziehen, Digga. Wie, es ist so heiß hier. Hallo? Wie groß sind sie? 1,65. Was? Was? Ich meine die Möppe. Weiß ich nicht, guck mal! Ja! 75G! 75G? Wann war dein erstes Mal? Mit 17. Hab ich aber alles nachgeholt. Ja? Ja. Wie viele sind es geworden bis jetzt? 10. Wir hatten eine mit 2000. Ich glaube, da habe ich einiges mehr. Und über 2000? Definitiv. Niemals. Doch. Ich habe schon 680 Pornos. Also musst du mal überlegen. Wie viele Männer waren es gleichzeitig? Wie viele am meisten? 15. 15. Da musst du schlucken, ne? Oder du? Was machst du denn? Ich sitz hier! Was? Streckst du dein Bein so nach oben? Weil ich's kann! Ja, weil ich's kann! Beide? Ich muss weg! Und sind die Frauen hier geil oder was? Die zeigen viel. Ja, Wunder, schon! Ja. Gefällt mir schon! Komm mal reinstechen, ne? Ja, freilich! Rein! Welche ist die geilste? Lucy Rocks! Lucy Rocks! Eiche! Ja! Ich bin ein Begatter ihrer Kunst! Meiner Kunst! Ich bin schon lange Fan! Sehr schön. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Bei RTL 2 irgendwas. Also X-Diaries. Genau, da war ich damals Fan von. Digga, ich kenne jetzt Real Talk keine einzige von denen. Digga, was, wer ist das alles? Hatte die einfach angesprochen oder sind diese Älteren auch alle da? Digga, ich verstehe diese Messe nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Und dann war ich noch mehr Fan. Ah, nein, was? Wann war denn dein erstes Mal? 15? Mit 15? Oder so? Und mit einem Mann oder direkt? Nee, mit einem. Und das war nicht schön. Nicht schön? Nee. Warum? Weil das erste Mal, glaube ich, nie schön ist. Man hat so hohe Erwartungen. Jetzt geht's dir gleich richtig ab, Digga. Hey, Aaron, guck ihn dir an da hinten. Er hat die ganzen Damen hier versammelt. Es sind die Gesichter der Venus. Ich dreh durch. Hier ist die Königin. Hallo. Michael. War klar, dass Aaron wieder neben dran steht. Okay, so viel zur Frage. Ja, er hat sich irgendwas gerissen. Huch, huch. Digga, mir kann man doch manchmal alles erzählen. Bruder, Michaela Schäfer. Ich habe schon immer auf diesen Moment gewartet. Ich habe davon geträumt. Das ist die erste, die mir wenigstens vom Namen her, okay, auch vom Gesicht her was sagt. Die anderen noch nie gesehen. Und? Wer bist du denn eigentlich? Danke! Tom, du bist Tom. Wow, ja. Tom. Okay, darf ich denn Jerry sein? Wann war dein erstes Mal? Mein erstes Mal war mit 18. 18. Ja, damals, vor 20 Jahren, war das noch so. Da hat man ganz spät Die ist schon 38? Ist doch älter als 38. Erst 38. Aber da wurde ein bisschen nachgeholfen, kann das sein? Ja, da wurde nachgeholfen, aber es gibt auch viele in meinem Alter, die helfen auch ganz viel nach und sehen weitaus älter aus. Bist du Brasilianerin? Halb Brasilianerin. Das sieht man. Echt, ja? Ja. Ich habe auch voll den krassen Hüftschwung. Willst du dich einmal drehen? Zeig mal, wir sehen. Halleluja. Schöne Sache. Der Kameramann hat schon immer mal gefragt, ob er hier mal ranfassen darf. Nein, also anfassen darf da keiner. Schäm dich. So, okay. Wie viele Männer hattest du allgemein in deinem Leben? Also ich habe kein Buch geführt, aber ich
würde sagen zwischen 60 und 80 Männern. Wie kann man dich verführen? Mhm. So ein Mix aus Höflichkeit und Dominanz. Die alte Schule? Genau, das gibt's ja leider nicht mehr genau wirklich. Das bin ich. Doch, ich bin das. Warum? Was soll die Süß! Ja, ich bin das ist so die Jugend, ne? Wie denkst du, ist mein Nulli? Wie groß? Dein was? Schnulli. Warte, da muss ich mal gucken. Hast natürlich auch eine weite Hose angezogen. Ja, besser ist es nicht. Das hat schon immer was zu heißen. Wer weite Hosen anzieht, der hat was zu verbergen. Eigentlich hat er was zu verbergen. Also es ist eigentlich unangenehm, dass er so groß ist. Richtig. Ja. So ist es nämlich. Ja, also schon. Okay. Ne? Auf die Schlussfolgerung muss man erstmal kommen, Alter. Siehst du, jetzt bist du aber ganz schön touchy, weil der weiß, dass ich einen riesen Lümmel habe. Hannas Sekret. Ja. Sekret? Secret. Das ist ein Geheimnis, Tom. Die zweite Person, die ich kenne, Digga, es ist krass. Aber auch nur, weil die bei irgendwem mal im Video war, bei Sascha, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Nicht wie das Sekret. Also nicht irgendwie war die mal auf YouTube in einem Video. Was du wieder denkst, nur weil auf deinem Namen Spurn steht. Nein! Jetzt hat sie sich die... Wann war das erste Mal? Tatsächlich echt. Also für meine damaligen Verhältnisse spät, würde ich sagen, mit 16. Das ist ja, also wenn du jetzt heutzutage denkst. Michaela war 17. Ja, aber die Jugendlichen, sie sind jetzt heutzutage schon Forscher dran, oder? Absolut. Ja, so mit 12, 11 nehme ich schon die Pille. Machen die das? Digga, mit 11, 12? Digga, da hab ich schon vom Sandkasten gespielt, gefühlt. Oder? Okay. Du weißt du nicht. Nee, weißt du nicht? Mit dir nichts zu tun. Wann war denn dein erstes Mal? 18. Ja, oh wow, cool. Okay, nicht, Digga, mit 11, 12 habe ich den ganzen Tag wie so ein absoluter Suchti vor dem PC gehockt und einfach nichts anderes zu tun gehabt. Ja, finde ich gut. Ja, ich auch. Aber ich war auch ein Spätzünder. Huch. Ja? Wie viele Männer hattest du? Nicht so viele, wie man denkt. Du bist ja nicht so eine Gangbang-Girl. Nee, genau. Oder? Nein. Schon mal gehabt? Nein. Ist das der Drehpartner? Das ist mein Verlobter sogar, ja. Hast du einen richtigen Bums, ne? Und nicht nur... Verlobter, okay. Also quasi ist es der Bruder von der von vorhin. Das. Okay. Und der kann auch super gut essen. Also das ist auch nur sehr wichtig. Das braucht man auch, diese Tipps. Jo, weit aber die... 10. Bist du ein kleiner Fox? Ein großer sogar. Was hast du da gerade gemacht? Geerdet. Yoga? Aus dem Yoga, ja. Bist du so eine Spirituelle? Ich mache gerade eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Sexy. Willst du mal einen Dehner zeigen? Ich kann mit Yoga absolut nichts anfangen. Mach mal dein erstes Mal. Das sage ich nicht. Was? Ja, ich möchte nicht, dass meine Jugend sexualisiert wird. Aha, hallo? Aha, hallo? Dass die Jugend sexualisiert wird? Okay. Hallo? Ich bin überfordert. Ich auch. So schöne Frauen hier. Digga, läuft da hinten ein Porno oder was ist das? Was machen wir hier? Gehen wir? Was ich hier... Das Ding ist, ich... Läuft da so ein Video von denen, die da arbeiten? Ich verstehe diese Messe nicht. Ich hab deinen Namen. Digga, geht man da hin, um sich aufzugeilen oder was macht man da? Der liegt mir auf der Zunge. Julie Love. Wann war denn dein erstes Mal, Dame? So eine Frage stellst du mir? Das ist der einzige Ort, an dem ich sowas fragen kann, ohne dass es mir peinlich ist. 14. Wie war das abgelaufen? Hm? Scheiße. Ja? Ging 2 Minuten und dann war es fertig. Wie viele waren es denn insgesamt? Männer? Weiß ich nicht. Also ich habe gerne mehrere Männer dabei. Macht es halt einfach interessanter. Aber gezählt habe ich nicht mehr ab schon. Der Mann hier. Digga. Ja. Wenn der jetzt auf dich... Was war seine Mission, Alter? Aber gezählt habe ich nicht mehr ab schon. Der Mann hier. Ja. Wenn der jetzt auf dich... Es ist ein gutes oder ein schlechtes Gefühl zu wissen. Es interessiert mich nicht. Warum? Weil ich es nicht sehen muss. Wann war dein erstes Mal? Damals mit meinem ersten Freund, da war ich 14. Du bist sehr jung, ja? Ja. Was sagt die Mama? Meine Mama denkt, ich verkaufe Schlüppis und Socken. Und ein paar erotische Bilder. Ich verkaufe auch nur erotische Bilder. Meine Mama denkt, ich verkaufe Schlüppis. Okay. Wen haben wir denn hier? Ja, gut, du siehst ja jetzt zum ersten Mal die Leute. Digga, wer sind diese Leute? Leute, die auf dich schießen. Ja. Und wie ist es? Digga, das ist doch safe, absolut unangenehm, oder? Aber das ist einem, glaube ich, auch vorher bewusst. Ja. Das macht dich extra geil, ne? Ja, mega. Wie läuft es in der Karriere? Bist du jetzt reich oder was? Ich war schon immer reich. Ja? Reich und schön. Oh mein Gott. Der einzige wahre Mann. Jetzt bin ich da. Noch einen, den ich kenne. Nice.
Ja? Ja. Nüchtern wie noch nie zuvor. Sober Torino. Ja, der läuft. Bodycount und erste Mal. Erste Mal war mit 17. Mittlerweile werde ich als Ron Bilecki so um die 500 bis 600 Frauen beglückt haben. Bezahlt waren einige auch dabei. Also ich habe jetzt nicht 600 Dates gehabt und 600 One-Night-Stands, sondern ich gehe auch gern mal ins Porferino. Ein kleines Schweinchen. Porferino. Oh ja, Jesus Maria. Bist du ein Schwein? Eindeutige Schweine. Was ist denn da los? Das ist widerlich. Ich gucke ins Dark Hole, Digga. Okay. Mamma mia. Was machst du hier im Fetisch für euch? Ich dachte gerade erst, es wäre so eine Wachsfigur, Alter. Uff. Das ist widerlich. Ich gucke ins Dark Hole, Digga. Mamma mia. Was machst du hier im Fetisch für euch? Ich bin halt Herz Kim Wagner. Digga, das ist. Nee. Also, das ist absolut nicht meine Messe. Absolut nicht. Also keine Ahnung, vielleicht wissen es manche nicht, aber ich mag. Also es gibt auch Menschen oder Frauen, die mit Make-up gut aussehen, die sich aber nicht so schminken wie ein Clown. Ich finde Frauen mit weniger Make-up viel natürlicher, viel, viel besser, als wenn man so geschminkt ist wie so ein, keine Ahnung. Als hätte man diesen Make-up-Kasten mal sich ins Gesicht geschmiert. Eine Domina und deswegen mich auch in der Kinky Lounge, ne? Was ist hier ist? Transsexuell. Digga, das ganze Gesicht glitzert. Da, also. Nee. Weiß ich nicht. Warum braucht man das? Warum? Ah, ja! Wann war dein erstes Mal gewesen? Wir waren 13. Also ist ja natürlich Geschmackssache, ne? Kann jeder machen, wie er will. Aber mein Geschmack ist es halt irgendwie. Nicht so. What the hell? Nee, ich war schon immer bisexuell gewesen. So. Und du bist Junge, es ist doch besser, wenn du eine Frau mit einer Frau einschläfst und morgens aufwachst und sie sieht genauso aus wie abends, als sie eingeschlafen ist. Und nicht wie, keine Ahnung, Thomas Gottschalk, Alter. Asexuell? Ah, was heißt das? Dass du halt keinen Sex hast. Ja. Ich weiß nicht, ob das an meiner Sexualität liegt, aber. Und jetzt? Oh Gott. Hört ihr das? Ist das widerlich? Ein Mann auf allen Vieren! Und was kann ich dir Gutes tun? Ich wollte fragen, wie groß muss er sein? Wie groß muss er sein? Ja, weil ich habe einen ganz kleinen Wiener. Klaus. Breit muss er sein und stinken wie ein Großer. Du bist eine versaute Wurst, hä? Ja, ja. Wie viele Damen hattest du in deinem Leben? Vierstellig. Und was hast du denn hier so Hübsches? So was Kleines, was ich auch in der Hose habe. Oh yes, oh yes, oh yeah. Ey, das sind wir zu zweit. Echt? Hast du den Kleinen? Ja, aber meiner ist weiß. Wie wird man... Digga, wie hast du das gemacht? Ich hab mich dahin gegoogelt, nach einer After Hour mal irgendwann. Ja. Mit dem besten Kumpel und der hat mich eigentlich drauf gebracht. Der sagt so, ey, da müsste man noch sein. Da kriegst du die schönsten Frauen aufs Silberblatt oder Goldtablett serviert. Hallo? Hi! Ich muss es nochmal erwähnen, es ist Geschmackssache. Aber, Alter, okay, große Brüste können schön aussehen, ja? Sehe ich ein. Aber ich finde so bei maximal D... ist doch die Grenze. Digga, was ist das? Junge, wenn die noch 5 Jahre wartet, geht die so gebeugt nach vorne. Da rutscht alles über den Boden, Alter. Digga, was? Haben wir denn hier Schönes? Das muss, Digga, wie viel Gewicht hängt da vorne dran, Mann? Jetzt ohne Spaß. Junge. Jenna und die Jessie. Oh, ich hab die größten Brüste übrigens hier auf der Venus. Ich hab noch eine andere. Ja, okay. Happy Birthday. Bist du dir sicher? Ich hab... Ja. Du hast sie gesehen, aber das sind 1800 und das sind 3000. Ich habe einen Rücken wie eine Bodybuilderin. Ich habe nur 1000 pro Seite, also es geht eigentlich. Oh, sie ist über die kleinen Brüste, ja, von uns beiden. Guck doch, was für kleine Brüste, Digga. Okay, wir gucken weiter. Ich verdiene mein Geld auch OnlyFans. OnlyFans, Instagram, TV, solche Sachen. Kämpfst du auch manchmal mit denen? Naja, man könnte ja... Ja, die besteht einfach nur aus Plastik. Zumindest sieht so aus. Also ich finde das absolut nicht attraktiv. Die genauso. Können auch nur Vorurteile sein, ja. Kann auch sein, dass sie wirklich so Natur aus aussieht, aber... Könnte ja jemand erschlagen oder so? Ich könnte dich auf jeden Fall. Ja. Wenn ich auf den Kopf schlag. Soll ich auf den Kopf schlagen? Ja, mach mal. Komm runter. Drei, ja, ich bin bereit. Das war voll weich. Wie so ein Flug. Also so voll angenehm. War ich ein neuer Fan. Wann war denn dein erstes Mal? Mein erstes Mal? Ja. 16. Kann man dich buchen? Nein. Gar nicht? Nein. Für 50.000? Ja. Und was machen wir hier Schönes? Seid ihr der Nachwuchs? Guck mal, sie hier sieht absolut. Also klar ist sie jetzt auch geschminkt, sehe ich, ist mir klar. Aber sie ist, das ist doch absolut
Digga, das ist doch eine wunderschöne Frau. Ich weiß nicht, warum man sich so verunstalten muss teilweise. Das verstehe ich echt nicht. Ich verstehe diesen Trend nicht. Wieso? Wir schauen uns an. Einfach nur ein bisschen gucken? Ja, ein bisschen gucken. Auch mal einen Vibrator, auch einen schönen gefunden, oder was? Guck doch mal. Warum muss denn jeder hier so riesen Brüste hängen haben, Alter? Ich verstehe es nicht. Nee, noch nicht. Was hat euch am meisten schockiert? Wir sind gerade erst angekommen. Geh mal in die Fetish Area. Weißt du, was ich gesehen habe? Ein Schwein mit einem Ringelschwanz. Digga. Superschöne Frau. Und nicht wie die ganzen anderen so gemacht und so künstlich. So, boah, keine Ahnung. Hinten drin ist ein Plug und da ist ein... Absolut nicht mein Geschmack. Ringelschwanz. So, jetzt habe ich es nicht mitbekommen, was? Ich war abgelenkt. Was hat euch am meisten schockiert? Wir sind gerade erst angekommen. Geh mal in die Fetish Area. Weißt du, was ich gesehen habe? Ein Schwein mit einem Ringelschwanz hinten drin. Ein Plug und da ist ein Ringelschwanz. Willst du das auch mal tragen? Nee. Okay. Also, willst du das auch mal tragen? Nee. Okay. Gefallen? Also, bist du doch der Nachwuchs, ne? Nein. Willst du doch nicht mehr? Nein. Willst du es? Nee. Und du bist der Glückliche? Ja. Bist du der Glückliche? Ja, er ist der Glückliche. Hast du ein peinliches Erlebnis für mich? Ich ein peinliches Erlebnis. Oh, ich habe ein paar. Wenn man eine Frau abschleppt, kommt mit ihr nach Hause, ihr Mann kommt nach Hause und du musst nackt nach Hause fahren. Dann hast du zu viel hier ein bisschen Filme geguckt. Nein. Durch das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert gerne. Ich muss sehr viel zensieren, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Abonniert diesen Channel. Und ciao. Gutes Video, nur verstehe ich absolut nicht, was man auf dieser Messe will. Aber gut. Okay, jedem das Seine. Wenn man da Spaß dran hat. War ein sehr gutes Video. Lasst ein Like da. Wir sehen uns im Livestream. Tschüss, 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 tschüss. Achso, genau. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn irgendwas scheiße ist oder wenn ich auf irgendwas reagieren soll. Tschüss, tschüss, tschüss.